Heißt der nächste? Ja. Gut. Wie lange brauchen wir zusammen, bis es kalt? Ja. Meistens schon so 5-6 Minuten. Und du hast das erste Mal drauf? Bist du das erste Mal drauf? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Gut. Also. Gas geben. Da schwenkst du nach rechts. Hier nach links. Wenn du vorne drückst, guck mal, geht der Arm vorne. Wenn du ziehst, kommt er zu dir. Genau, da gehst du rein. Und wenn du links drückst, komm nach links rüber, gehst du auf und zu. Und dann musst du mit nach rechts, dann geht es wieder offen. Nein, da nach links drücken. Ja, und mit dem zu dir. Ja, genau. Jetzt hier hinten zu dir. Und zu noch ein bisschen weiter zu. Links, nach links. Dem da. Nein, dem da nach links. Da zu weiter zu. Und über. Weiter rechts, weiter. Genau. Und jetzt wieder rüber. Wir sind in der Kinderbaustelle, wir sind beim Empfang und wenn wir jetzt uns drüllen, ich tue mich jetzt mal drüllen, dann sieht man, dass da, das ist die Ecke der Kinderbaustelle, wo sie mit Holz ihre Häuser bauen. Wenn wir ein bisschen weiter rüber gehen, sieht man, haha, im Moment haben wir gerade den Baumeisterverband auf Platz, wo die Kinder können mit einem kleinen Backer selber backen. Wir haben nämlich dieses Jahr einen Pizzaofen gebaut. Ein Pizzaofen mit den Kindern zusammen aus Lehm. Wenn man jetzt sieht, was der Kurt macht, er tut gerade einführen, weil heute Abend gibt es Pizza. Und gell, zum Teil können hier Grossväter und die können echt hierher als Begleitung und ich kriege jetzt eine Rakete rüber. Genau, du hast jetzt vorher gesehen, einen älteren Herr in einem Wägeli, weil er genau. Nicht mehr so gut zu Fuß ist. Der ist mit seinem, weiss nicht, Enkel oder so, ist hierher gekommen. Und wir haben einen neuen Gehweg. Also das ist etwas, was uns auch wichtig ist, dass die Bewohner vom betagten Heim wieder auch rüberkommen können. Oder auch sämtliche Menschen, die einfach die Unterstützung brauchen beim Laufen, dass sie gut laufen können. Darum haben wir auch hier wirklich jetzt einen guten Weg gemacht. Vielleicht tust du das noch zeigen. Das ist jetzt der Eingangsbereich, ja, genau. Wo wir extra jetzt mit Unterstützung der Lehrlinge haben können einen schönen planierten Weg machen. Genau. Damit der Eingangsbereich über bis zum Beizli, wie du siehst, dort hinten, gerade parat. Genau. Du siehst das Beizli hoffentlich. Jawohl, ja, ich glaube genau, weil ja. Katja, das ist unsere ukrainische Frau, die ein Praktikum macht bei uns. Sie macht jetzt gerade einen Pizzateig. Das ist Katja. Ja. Katja kommt von der Ukraine. Ja. Sie spricht sehr gut Deutsch und hier macht sie ihr Praktikum und jetzt macht sie sofort Pizzateig für heute Abend. Nicht wahr? Ja. Aber das ist aber nicht ukrainisch, der Pizza, oder? Ukrainische Pizza und Schweizer Pizza auch. Alle Kinder, die hier schlafen, kochen zusammen nachkochen. Und dann tun sie in ihren Hütten Pfuder. Sie haben jetzt in den letzten Wochen wirklich einwandfrei ihre Bitter hergestellt. Du, Kurt, du gehst auf in dieser Arbeit, hä? Ja, schon, ja. Was machst du da? Du musst auch einen Pizzateig machen? Ja, tatsächlich habe ich es einmal in den Pizzaofen eingetan, um es brennen. Aber ich kriege im Pizzaofen leider nicht die Temperaturen her, dass es den Ton mag brennen. Aber den Ofen hast du gemacht, gell? Den Pizzaofen? Nicht einmal, nein, ich habe ihn nebendran gemacht aus einem Fass. Aha! Ich habe die Alpler-Variante gemacht. Hoi. Aber das war der Sandro Graf mit dem Hans-Jakob. Eckenberger von der GLB, die haben da letztes Jahr schon angefangen und heute haben sie dann jetzt wirklich noch den Drachen drauf gemacht. Aha. Und das tut das so sensationell. Und jetzt also bist du ausgebildet am Pizza. Jetzt bin ich ein ausgebildeter Pizzaiolo. Und hier oben das Rad, das ein Windrad gibt, das Strom. Wäre das einzige Windrad, das Strom gibt.
Also, ursprünglich hat es einmal Strom gemacht. Jawohl. Weil das ist das Windrad, das bei der Schlossmediale am Schloss Werdenberg die Arme war. Ja. Und hat dort die Arme Strom produziert, um Handys aufzuladen. Eben, da habe ich gedacht. Du hast ja, ehemaliger Schlosswart den Schatz angerupft, oder? Ja, richtig. Also ich habe es von der Mirella Weingarten geschenkt gekriegt. Hoi, hoi, jetzt. Also ich, das heisst, die Kinderbaustelle hat das geschenkt bekommen. Ja. Weil da wären ein Haufen private Interessenten gewesen. Ja. Aber Mirella hat sich entschieden, dass das auf der Kinderbaustelle stehen müsste. Nein, wir sind natürlich sensationell darüber gefreut. Man müsste es eben noch ein bisschen modifizieren, weil das Kabel direkt eingeführt ist, oder? Und dann darf es eben nicht mehr als 360 Grad drehen auf der horizontalen Ebene. Und dort haben sie einen Anschlag her und dann ist es all in diesem Anschlag hineingegangen, bis er dann einmal abgewürgt hat. Und dann ist es gefährlich für das Kabel. Also ich müsste einen Schleifkontakt machen, aber ich habe es jetzt einmal aufgestellt, dass sich einmal etwas bewegt. Jetzt macht es halt noch keinen Strom, aber irgendwann sind wir so weit. Das Kabel bei dir dort oben, das steht nicht nur für Kurt, das steht für Könner, gell? Ja. Ja, nein, weißt du, meine Schlosswart, Alpler, ja. Weißt du? Nein, du bist schon vielseitig interessiert und begabt, ja. Gell? Ja. Was gefällt dir da vor allem? Ein Kindergesicht, das lacht. Jawohl, hä? Ja. Wahnsinnig. Oder mitgeneidet mit mir mit dem Ton. Ja. Das sind meine Highlights. Wenn Kinder glücklich sind, bin ich so. Du hast mich gefragt, was neu ist in diesem Jahr. Wir sind ja 3 Jahre da und wir haben gemerkt, es hat Kinder gegeben, die tatsächlich den Winter genutzt haben, um Pläne zu machen. Also, wo wir angefangen haben da mit der Kinderbaustelle, sind Kinder gekommen, die ganz gezielt wussten, was sie wollen, auch miteinander. Und die wirklich den Plan hatten, so ein Haus aufzubauen, dass sie heute hier schlafen können. Und heute merkt man, jawohl, Ende Sommerferien, sie sind parat. Ein super Beispiel, dass Kinder wirklich sich gezielt vorbereitet. Die sind dann nämlich am Bett gestellt, machen ihr wollt bequem liegen und wegen dem machen wir jetzt hier noch irgendwie unser Hütchen fertig. Ja. Wow, in dem Fall gute Nacht, aber erst in ein paar Stunden. Ja. Darf ich fragen, ihr seid nochmals hier. Ja, genau. Ihr seid aus Deutschland, seid gestern darüber gestolpert über die Kinderbaustelle und habt jetzt eure Ferien nach hinten verschoben. Ja, genau. Warum macht ihr das? Warum? Wir sind denn als Städten bei den Schwiegereltern und haben es gelesen in der Zeitung, dass in Buchs der Kinderbauplatz ist. Wir waren gestern durch Zufall da, ein bisschen später, und dann haben wir gedacht, wir fahren erst morgen nach Italien, damit wir dort mal herkommen können, weil es hier so schön ist, weil man alles machen kann. Es ist eben ein Abenteuer da, weil man kann wirklich schauen, sie haben ihre Hütte klein gebaut. Mit Tisch. Aber es gibt auch ganz grosse Bauten. Muss mal schauen, das war eine Gruppe von etwa 6, 7, 8 Kindern, die da wirklich jeden Tag in der Öffnungszeit gekommen sind. Vielleicht müssen wir es fragen, ob wir eine Führung haben dürfen. Oder das kleine Hütchen hier auf dieser Seite, wenn wir dann da mal schauen, da war auch eine Familie aus Schweden da in den Ferien. Und die haben innerhalb von 4 Tagen haben die das Häuschen aufgebaut als Familie. Samt, wenn man hier anschaut, Kommunikationssystem vom oberen und unteren Stock. Da gibt es auch wieder Kinder, die irgendwie seit Wochen daran arbeiten. He? Ihr schlaft hier, gell? Ja. Oh. Also ich nicht. Nicht? Ja. Aber es gibt die, die hier schlafen können und schlafen. Und ihr habt euch wirklich ein super Häuschen gebaut. Ah, da hinten ist noch der Garten. Ja, nicht wahr, das braucht sie auch. Was gefällt dir da am meisten? Ja, dass man halt so bauen kann und man muss nicht immer das Gleiche bauen, man kann einfach das machen, was man selber machen will. Genau so wollen wir es. Das ist wahr. Wir finden wirklich, das ist wichtig, weil die Kinder wissen eigentlich, was sie wollen. Ob sie gross wollen bauen, klein wollen bauen. Was uns wichtig ist, dass ihr miteinander bauen. Das finden wir lässig. Mhm. Er spricht Englisch. Ja, ein Water Tank. Und da drin wollen wir baden? Oder? Ah, das Blumenwasser. Und das Blumenwasser geht dann da innen durch. Gell? Kannst du das auch noch anschauen, bitte? Du musst da bitte auch noch durch das Loch durchgehen.
Da sieht man nämlich dann, wie sie ihr Bewässerungssystem haben. Es sind wirklich auch Grüppli gekommen, von Anfang an miteinander, die einfach wirklich eben diesen Plan hatten. Und da sieht man jetzt, sie haben alles gebaut. Von Eingang über auch ihre Dachterrassen. Und da sieht man schon ihre Schlafmöglichkeiten. Papa bringt dann auch noch welche Matratzen. Dein Papa kommt auch hier schlafen. Das sind kleine Hütchen, die man sieht. Ganz, ganz, ganz kleine. Und nebendran sieht man ein zweigstöckiges, wo wirklich die Kinder als Gruppe dran waren. Fast jede Öffnungszeit. Oh,